Du weißt, wer alles auf dieser Bank jetzt sitzt. Alles potenzielle Traumpartner für dich. Je nachdem, wie deine Ansprüche so sind. Ja, weißt du warum? Weil du bist nämlich jetzt Dieter Bohlen. Und das heißt, wir machen jetzt Herzblatt mit Dieter. Du bist Dieter, setz dich schon auf den ersten Hocker. Setz die Kopfhörer auf, dreh dich von uns weg, weil dann habe ich gleich ein paar schöne Herzblätter für dich zur Hand. Wunderbar. Also in der Reihenfolge Barbara, dann Olli, dann Lars. So, Barbara, du gibst uns jetzt die genervte Mutter im Auto, hast hinten drin Kleinkinder, die haben alle Hunger, Durst, Langeweile und tyrannisieren dich die ganze Zeit. Okay. Du wärst Herzblatt Nummer 1. Okay. Hat er eigentlich schon zu Hause, glaube ich, hat er sich von scheiden lassen. Aber ist egal. Ein neuer Versuch. Olli, gibst uns das Sexsymbol schlechthin, du bist Tatjana Xell. Nee, ist klar. Die verzweifelt einen reichen Mann sucht. Jetzt, wo ihr Fossi von der Leine gegangen ist. So, genau. Okay. Sucht sie sich was Jüngeres, damit sie sich weiter operieren lassen kann. Und Lars, du bist ein panisches Mastschweinchen. Kein spanisches, ein panisches Mastschweinchen, was aus Angst vorm Schlachten, das hat sich selber auf Diät gesetzt. Aus Angst vorm Schlachten? Ja. Okay. Ist ja mal einfach. Also quasi frisch Fleisch für den Dieter. Drei Sachen auf einmal. Das ist viel, ne? Ja. Mastschweinchen, Angst, panisch und Diät. Ja, genau. Ja. Okay. Meint ihr, habt das? Ja, ja. Barbara, nimmst du ihm die Kopfhörer ab und deutest an? Oh, jetzt sitze ich gerade so bequem. Das ist wirklich zu schön. Okay. Ich könnte sonst die... Ja, darf nicht so. Okay? Ja, Dieter. Ja, ja. Alter, Mensch. Mensch. Mal gucken, wen wir für dich haben, für den Herzblatt Hubschrauber. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit, klar. Wir haben drei der schönsten Anwärterinnen für dich. Ich wünsche dir toi, toi, toi. Ja, also, die Situation ist so, ich habe meine Freundin, ne, also die war mir jetzt meine Olle, die war mir mit 21 zu alt, also jetzt suche ich auf diesem Weg irgendwie eine neue Olle und so, und also, Kandidatin 1, ja. Wie sprichst du mich, beim ersten Date an und so. Ja, jetzt mal ganz im Ernst. Also ich habe wirklich andere Sorgen. Wirklich, ganz im Ernst. Also ich meine, ich habe echt, ich muss erst noch, ich muss noch Windeln kaufen, ich muss das ganze Zeug besorgen. Heute Abend kommen irgendwie Gäste, mein Alter hat wie immer keine Zeit. Ich fahre hier den ganzen Tag rum, ich bin der Chauffeur, der Arsch der gesamten Nation, ja? Ich mache mich hier zum Larry und ich habe echt keinen Bock hier, dich irgendwie anzuquatschen oder so. Ich meine, du kannst herkommen, wenn du... Ruhig jetzt! Hört jetzt auf! Ja, also... Ruhig! Hör auf zu klatschen! Das klingt ja schon mal ganz vielversprechend. Kandidat 2, also über was quatschst du denn mit mir so beim ersten Mal, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also beim ersten Date. Das ist eine sehr gute Frage. Du musst entschuldigen, ich darf im Moment nicht lachen, sonst gehen die ganzen Nähte wieder auf. Nee, das ist überhaupt nicht komisch. Neulich habe ich mal so gelacht, da ist mir die linke Titte geplatzt. Das ist ja alles, das ist mal völlig aufpassen. Ja. Du, entschuldige, ich habe die Frage komplett wieder vergessen. Ja, und also Kandidat 3, kannst du dich an meine Frage erinnern und sie beantworten? Tu mir nichts, würde ich sagen. Tu mir nichts und ich würde mich mit dir über Diät und Ringelschwänzchen unterhalten. Okay. Kandidatin. Kandidatin 1, du weißt ja, dass ich irgendwie so auf total verbrannte Typen stehe. Also so seit Thomas Anders. Ja, 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 man macht aber auch nicht die Finger auf die Herdplatte, dann verbrennt man sich. Jetzt brauchst du dich rumholen. Folgende Situation. Bin ich nicht Kandidatin 1? Nein. Ach so. Aber eins sage ich dir, wenn du schlaffe Titten willst, dann brauchst du nur stillen. Geht auch. Zum Thema Explosionen und so. Habe ich nicht verstanden. Ist mir auch egal. Ja,
eigenes Wort nicht. Kandidatin 2, wir sind im Hotel. Ey, ich hab noch überhaupt nicht die Antwort gegeben. In unserem Zwei-Sterne-Hotel. Ich komm zu gar nichts Malle, mehr. Ja, und sitzen gerade beim Frühstück. Wie verführst du mich? Bin ich Kandidatin 2? Naja, verführt. Ich würde dich einfach mal ich würde mich unheimlich freuen, wenn ich mal deinen kleinen Brother Louis kennenlernen würde. Und wenn du mich einfach mal amtlich durchcastest. Ich denke, deswegen bin ich hier, ehrlich gesagt. Und wenn wir dann am Ende so weit kommen, dass du vielleicht wie mein erster Mann eines unnatürlichen Todes stirbst, ist uns allen geholfen. Verstehst du? Und wie ist das bei dir? Ich würde mit dir, nachdem ich auf dem Klo war, nach dem Frühstück, ausgiebig, einen Schweinefilm gucken. Weißt du was, er riecht wie Foffi. Mein Gott, Kinder, ihr habt Zeit, um Boulevardzeitschriften zu lesen. Okay, Kandidat 3. Du weißt ja, dass ich also so eine Sendung mache, wo Leute, Kandidaten mir was vorsingen und so. Was würdest du mir vorsingen? Was für ein Liedchen? Kannst du mir mal ein Liedchen trällern? Ich? Also ich muss ja sagen, ich stehe schon so auf die Abteilung irgendwie so lange braune Augen und Beine bis zum Boden so. Aber also Tatjana Xell ist irgendwie nicht mein Typ. Kandidatin 2, ne? An mich! Sehr schön. Und man weiß ja, dass ich manchmal so eine richtige Rampensau sein kann, aber also so ein Schweinchen namens Beb, das brauche ich nun auch nicht. Kandidat 3. Ja, bin ich doch. Ja, und Kandidatin 1, also ich glaube, das ist mir irgendwie so viel zu viel Stress. Ich habe keinen Nerv, ich habe auch gar keine Zeit für einen Typen, verstehst du? Ich muss zum Trompetenunterricht, ich habe nichts zu essen, wartet bitte, bis wir gleich zu Hause sind. Also zum Trompetenunterricht, dann müssen Sie zum Hockey, danach müssen Sie zum Judo, dann zum Taekwondo und heute Abend zum Klavierunterricht. Ich kann nicht mehr. Also so eine Mutter von, ich weiß nicht, 2, 3, 4, 5 Kindern oder so, das wäre mir echt zu stressig, ne? Also ich glaube, dann gucke ich vielleicht doch noch mal unter den Kandidaten von DSDS, wer da so dabei ist.